Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der deutsche Staat 1945 auf die vier Besatzungsmächte USA, Großbritannien, der damaligen Sowjetunion und später auf Frankreich aufgeteilt. Durch fortlaufende Probleme zwischen der Sowjetunion und den westlichen Staaten entstand der Kalte Krieg und führte schlussendlich 1949 zur Teilung Deutschlands in die Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Die DDR umfasste die heutigen Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und kleine Teile von Niedersachsen.